Ja, hallo Leute, zu unserem ersten Let's Talk About mit mir, dem X-Fighter Und und den. natürlich einem S-Bleeding. Und wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem ersten versprochenen Broadcast. Also, wir nennen die Kategorie Let's Talk About. Und das erste, worüber wir reden wollen, ist, also, wir reden heute über das, was wir alles neu machen. Und das erste ist, wir wollen jetzt langsam Livestreams raushauen. Und das wird dann sein, Samstag, der Anfang ist zwischen 8 bis 10 und dann geht circa 2 Stunden lang. Ja, also soll man dazu noch sagen, ach ja, den Livestream machen wir auf Twitch, ne Manuel? Genau. Also für die, die es nicht wissen, Twitch hänge ich auch unten in die Beschreibung rein. Was wollte ich dazu noch sagen? Ach ja, ich heiße da Playground und natürlich wird der Link auch in Twitter gepostet. Dann könnt ihr, wenn ihr bei Twitter nachguckt, dann seht ihr da den Link. Wie gesagt, immer Samstag zwischen 8 bis 10 fängt es an, circa 2 Stunden lang. Ja. Ja, wir gehen gleich nochmal ins Detail. Also jetzt, der Ben sagt jetzt nochmal die weiteren Punkte alle durch, die wir noch vorhaben. Und danach besprechen wir alles und gehen ins Detail nochmal genau rein. Genau. Dann Also du haben wir kannst noch da die nächsten Punkte nochmal nennen, die wir haben. Interview und dann wir haben noch den Demo-Tag Genau. und die Kategorie durchgezockt und am Ende wollen wir noch eine Neuigkeit sagen, die wir dann bezüglich der Videos. Also jetzt fangen wir wieder bei Livestream an. Da hatte ich ja schon fast alles zu gesagt, ne? Ja, du hast noch was vergessen, ne? Wir wollten ja noch, du hast noch zwei Punkte vergessen, die wir auch noch mit dabei hatten. Und zwar ja Spiele, die wir mögen und die wir hassen. Ach so, ja, das kommt aber nächste Woche. Das wäre dann ein weiterer Broadcast. Also das wäre jetzt ein neues, also ein anderes Thema, was wir dann im Broadcast Ja, das bringen wir vertiefen. da. Und dann gibt es noch das Thema, was wir übernächste Let's Talk About bringen. Das ist die Konsolen, die wir haben und die wir hatten. Ja. Genau. Jo. So, dann sind wir jetzt bei dem Livestream. Also. Auf twitch.tv. Also die, ja, was ich noch nicht dazu gesagt habe, welches wir denn streamen, welche Spiele. Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache StarCraft, weil, wie ihr ja seht, Let's Plays zu StarCraft mache ich nicht mehr, weil ich keine Lust mehr habe, die zu rendern. Das dauert viel zu lange und hochzuladen. Da bin ich 2 Stunden dran, da habe ich keine Lust zu. Also, das werden wir auch natürlich streamen. Und wir auch natürlich World of Tanks. Wenn dann ich und Manuel meistens zusammen zocken. Ja. Und dann kommen wir schon weiter zum nächsten Punkt, zum Interview. Ja, Interviews. Ich möchte noch was dazu beifügen zu den Livestreamen. Also jetzt, wie gesagt, nicht nur hauptsächlich Spiele, also eigentlich weniger Spiele werden eigentlich mehr gedacht beim Livestream, dass wir halt quasi live sind und ihr könnt im Chat unten reinschreiben, Fragen oder Verbesserungsvorschläge und wir können dann quasi live Beantworten. eure Kommentare beantworten. Wir lesen die auch vor, nennen auch euren Namen und gehen dann auf eure Fragen ein. Also Ja, so haben wir uns nebenbei das zocken wir gedacht. dann aber, würde ich sagen, ne? Ja, dann das wäre aber ja, wenn der Chat über das Spiel laufen würde, dann würde das aber ein bisschen kompliziert werden, weil dann können wir ja nicht Der mehr richtig Chat zocken. läuft über Twitch. Ja, Also aber dann. ich würde sagen, da zocken wir lieber nicht. Da konzentrieren wir uns lieber auf unsere Leute, die da mit uns schreiben. Ja, aber also wir machen, ich würde sagen, wir machen das dann so. Wir gucken dann mal, machen wir ein Gefecht und dann im Gefecht tappen wir mal raus und gucken oder wir gucken dann einfach so mal irgendwann nach Ja, das dem können wir auch Gefecht, machen. dass wir dann nicht nur die ganze Zeit am Gucken sind. Müssen wir Ja. mal schauen. Also das ist alles noch in der Planung, aber das wird jetzt auch demnächst alles kommen, wie gesagt, wie er schon gemeint hat. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das wäre natürlich Ach, dann die. und was ich auch zuletzt ihm sagen wollte, Okay. also diesen Samstag wird es wahrscheinlich noch nicht anfangen, das wird erst nächsten oder übernächsten Samstag sein. Also noch nicht direkt, das wird nicht diesen Samstag, nächsten Samstag sein. Wir werden auch bekannt geben, wann wir denn den ersten Livestream machen. Genau. Wie gesagt, das posten wir dann halt in Facebook auf unserer Seite oder halt im YouTube-Kanal oder halt auf Twitter, wie der Ben ja mal ganz gerne da, ne, die Sachen auf Twitter twittert. Ja. So. Jetzt sind wir bei Interview. Genau, sind wir bei Interviews. Das ist natürlich auch so eine Kategorie. Da habe ich jetzt auch lange drüber nachgedacht, was wir da jetzt genau machen könnten. Ich versuche,
Was wir letztens ja schon im Let's Play so ein bisschen angedeutet hatten, dass wir Interviews führen werden mit gewissen Personen. Ich versuche natürlich, die Personen anzuschreiben, ob die Bock drauf haben, dass wir die halt mal interviewen. Es steht noch gar nicht fest, welche Personen es sind. Genau. Und es steht auch nicht fest, wann wir die Interviews machen. Das ist unterschiedlich. Richtig. Da Ich habe gucken wir schon dann ein erstmal. paar, ich hab schon ein paar Leute im Hinterkopf, aber ich möchte jetzt noch nichts nennen, um die Überraschung noch aufrecht zu halten, wenn es denn klappt. Also ich möchte aber auch nicht zu viel versprechen und dann ist die Enttäuschung da, weil man weiß ja nicht, ob die Leute Zeit haben und Bock haben, dass die interviewt werden. So viel zu dem Punkt. Ja, da müssen wir mal gucken, inwiefern wir das gebacken kriegen. So viel dazu. Also mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. So, ja, der nächste Punkt, das ist der Demo-Tag. Der kommt jede 2 Wochen freitags. Also wir drehen dann donnerstags das Video, freitags kommt das. Das ist quasi so. Wir gucken im Internet nach Spiel-Demos, die uns gefallen. Wir downloaden uns die und zocken die für euch an. Ist halt wie ein Let's Test. Nur, dass halt Demos sind von Spielen, die halt nicht Geld kosten. Genau. Also, und danach werden wir dann ein Fazit aufstellen. Auch ähnlich wie bei dem World of Warplanes, wo wir letztens gezockt haben, was natürlich leider sehr kurz war, weil wir haben gleich auf den Sack bekommen. Wie gesagt, wir werden aber auf jeden Fall die Demo dann ein bisschen intensiver zocken, ist ja klar. Und dann werden wir dann auch ich sagen, ist das Spiel empfehlenswert oder ist das Spiel eher nicht empfehlenswert für unseren Geschmack und werden dann natürlich dann unser Fazit ziehen. Ja, und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Werden dann wahrscheinlich auch. Ja, wie gesagt, das wird, ihr seht ja dann das Spiel, was wir dann zocken quasi. Und wir sind halt dabei am Labern nebenbei und geben unsere Kommentare ab. Ja, das haben wir uns dann so für den Demo-Tag vorgenommen halt. Also um 8, 6 Uhr freitags oder wir gucken vielleicht auch wird 7 Uhr, wissen wir noch nicht. Ist halt noch alles in der Planung. Genau. Der nächste Punkt, der ist dann fast so ähnlich durchgezockt. Wir werden. Ich oder der Ben wird ein Spiel vorstellen. Ob das jetzt ein bekanntes ist oder eher unbekanntes, das müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir noch mal irgendwie noch mal einen Retro-Tag mit ein, dass wir mal alte Spiele durchzocken. Oder Spiele, die überhaupt total unbekannt sind. Weil ich denke mal, das wird den einen oder anderen auch mal interessieren, weil viele Spiele kennt man ja schon, denkt sich so, ach ja, langweilig. Aber wenn man mal echt mal so einen Titel aufgreift, wo kein Mensch kennt, wird man doch ein bisschen neugieriger. Wir werden dieses Spiel dann durchzocken, also wirklich komplett. Also das gibt dann auch mehrere Folgen. Wo wir dann natürlich auch nebenbei reden und dokumentieren. Also wenn ich jetzt zocke, redet der Ben nebenbei und ich Also natürlich mein Teil. Genau, halt. ich sehe das natürlich dann auch, also wir beide sehen das und ich werde dann Manuels Spielzüge, er zockt dann quasi und ich kommentiere die richtig, wie er das spielt und er kann sich aufs Zocken konzentrieren. Genau, versuchen uns dann auf Kampagnen oder mehr den Singleplayer-Modus zu vertiefen. Und ja, und danach natürlich, wenn das dann alles mal durchgezockt ist, dann werden wir natürlich auch wieder ein Fazit ziehen. Ist ja Ja, selbstverständlich. aber genaue Angaben zu den Spielen, die wir durchzocken, werden wir noch nicht machen. Das kommt alles noch. Ja. Genau. Und jetzt zu den Videos. Also, es ist jetzt neu, die kommen die kommen jetzt wieder ab 18 Uhr, weil ich habe einfach keine Zeit, die um 16 Uhr hochzuladen, wie ihr das seht. 2 Stunden mehr Zeit ist auch besser. Für mich. Nicht so stressig. Und ja, da muss ich nicht immer direkt nach der Schule das machen. Mache ich ja sowieso nicht. Aber egal. Also es ist jetzt 9, nicht mehr ab 16, sondern ab 18 Uhr. Schreibt euch das mal in euer Heftchen oder wo auch immer ihr das reinschreiben wollt. Ja. Könnt ihr euch auch gerne auf den Arm schreiben oder auf der Handinnenfläche, ne? Wie man es auch von der Schule her kennt, wenn man spickt. Ich merke, du stellst immer dein Mikro aus. Was, ja, ich habe das Mikro gerade ausgestellt, richtig. Mach es ab und zu mal leise, dass man, wenn du jetzt gerade was ein bisschen redest, dass ich dir dann nicht einfach dazwischen rein huste, räusper oder sonstiges. Wie Ja, gerade. eigentlich einfach nur aus reiner Höflichkeit, genau. Aber du bist gerade voll laut geworden, wenn du das immer anstellst. Das merkt man Okay. dann voll, wenn es angeht. Alles klar, jetzt ist es wieder auf normal gestellt, hoffe ich. Gut. Okay, dann hätten wir, glaube ich, alle schon mal dazu gesagt, was wir denn heute eigentlich machen wollen. Genau, zwei Punkte haben wir ja noch, ne, zum Schluss. Also, komm, sagen wir, machen wir erstmal jetzt den Spiel, die wir mögen und die wir hassen. Genau, das wäre noch ein Punkt.
wo wir vielleicht im Broadcast nochmal direkt vertiefen. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir es gleich nochmal kurz anschneiden. Und das letzte Thema ist halt, wo wir gerade sagten, Konsolen, die wir mal hatten Und die werden wir vielleicht noch haben. oder aktuell bereits besitzen, wo wir darüber was erzählen können, ob die gut sind oder ob die nicht gut sind. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir zeitlich bei 10 Minuten. Vielleicht kommen wir noch 5 Minuten noch ein bisschen über Spiele, die wir mal hatten. Oder Spiele, die wir hassen oder gespielt haben, mal kurz noch mal ein bisschen reden. vielleicht können wir Vor. jetzt einfach noch mal kurz über das neue World of Tanks Update informieren. Darüber sind wir eigentlich nicht gut informiert, aber wir wissen ja, dass es kommt und wann es kommt, können wir einfach dazu noch schnell was reinbringen. Genau, dann machen wir die anderen Themen halt vertieft im Broadcast und das ist sowieso auch besser für euch, weil dann jetzt ist das uns alles so schnell und abgehakt. Dann machen wir jetzt, reden wir nochmal schnell über das neue Update, was jetzt kommt. Nächste Woche Dienstag, glaube ich, soll das kommen, ne? Oder? Am 11. kommt es. Am 11. Das ist dann der Mittwoch. Okay. Und ich weiß, es kommt bei den Russen ein neuer Tech-Tree, also mittlere Panzer kommen neu. Ein ganzer Tech-Tree halt. Ah nee, warte, das war jetzt falsch ausgedrückt. Natürlich nicht ein ganzer Forschungsbaum. Nur eine Reihe, Forschungsreihe von mittleren Panzern kommt neu. Und zwei neue deutsche. Manche sagen, es gibt zwei neue chinesische Premium-Panzer, aber von dem habe ich nichts gelesen. Da sind wir uns noch nicht sicher. Es wurden drei Maps überarbeitet, Moor und noch zwei andere. Und es kommt eine ganz andere Map, aber von der wissen wir jetzt auch nicht wirklich Bescheid. Also ich habe mal gehört, dass es eine Art Map sein soll, die so ein bisschen herbstlich designt ist. Also da können wir gespannt sein, was es jetzt genau für eine sein wird. Und ich denke mal schon, das wird eine ganz komplett neue sein. Und ja, so schöne Orangetönen, mal gucken. Ja, und wir haben auch gesehen, dass uns hier unser einer Freund, der Abonnent, ja, warte, jetzt kann ich auch den Namen bringen. Jetzt habe ich den Namen gerade parat. Von dem Herren. Ah ja, und an sich wollten wir auch noch sagen, vielleicht mal, ist schwer zu entziffern, wenn du da diese ganzen Rechtschreibfehler reinbringst, aber der Raphael, warte mal, ob ich das richtig ausspreche. Raphael Lazzeri heißt da. Er hat gesagt, wir sollen einmal mit Spiel, also ich lese das jetzt vor, spielt mal mit 1 Panzer, stoppt dann die Zeit, wie lang ihr lebt, wäre witzig nicht. Also er meint, wir sollen mit einem Panzer zocken und gucken, wie lange wir überleben. Genau. Ich denke mal, er möchte damit testen, wie gut wir letztendlich wirklich sind. Ich glaube, diese Botschaft war darin versteckt. Weil jeder weiß, dass man mit einzelnen Panzern halt nicht sehr lange überlebt, weil die halt nicht viel aushalten. Aber das können wir mal machen. Das können wir gerne mal anbieten. Da machen wir mal ein Spezial-Let's Play mit Einsern. Das können wir gerne mal seinen Wunsch erfüllen und das mal machen. Das ist kein Thema. Und natürlich, wenn wir die Einser ausgebaut haben. Genau, sonst machen die mir überhaupt keinen Spaß. Und wir werden mit Goldmümpeln schießen. Genau. Nee, Sonst sehr sind die gut. sehr frustrierend halt, ne? Wenn man die dann unausgebaut spielt. Ja. Und dann würden wir sagen, das war's auch von uns hier. Genau, kurz und knackig. Ihr seid informiert, ihr wisst, was kommt. Schreibt uns gerne wieder Kommentare. Und seid beim Livestream dabei, wenn es soweit ist. Aber wir werden das auf jeden Fall vorher noch mal Eine Woche vorher werden wir das in jedem Let's Play Genau. ankündigen. Wir kündigen das nochmal an, dass ihr das auch nicht verpasst. Auf jeden Fall, dass ihr dabei sein könnt. Ja, und vielleicht sogar mit uns zocken könnt. Das werden wir vielleicht auch noch mal anbieten. Let's play together, genau. Müssen wir mal gucken. Ja, das. Genau diesen Part wollten wir auch noch machen. Ein Let's Play Together. Irgendwann mal. Oder das halt in Livestream einbauen. Wenn dann einer unbedingt mit uns zocken will, könnte er ja machen. Wäre in einem Livestream dabei. Aber was wir nicht machen können, den Livestream können wir leider nicht aufzeichnen, weil wenn wir ihn aufzeichnen würden, wir könnten ihn ja nicht hochladen. Also für die, die ihn verpassen würden, das wäre leider, könnten wir ihn nicht wiederholen für euch. Aber wenn wir natürlich dann das, den Strike weg haben, werden wir das machen. Würde ich mal Genau. sagen. Ja, und das war's dann auch von uns beiden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns morgen bei dem nächsten World of Tanks Let's Play wieder. Ja, dann tschüss. Ja, alles klar, Leute. Bis dann. Ciao.